Auf der Bühne im Erlebnisbad Öderan ging am 13. August die Post ab. Am Freitag fand das Pool Spiders Open Air Musikfestival statt. Es ist aus dem Insect Lounge Open Air hervorgegangen. Die letzte Insect Lounge Party fand im Jahr 2019 im Areal des Börnichener Parks statt. Das neue Konzertereignis ist wieder ein Gemeinschaftsprojekt von Kultur- und Kunstverein, Stadtmarketingverein und vielen jugendlichen Musikfans, die aber nicht im Verein organisiert sind. Die Stadt unterstützte das Vorhaben. Zwar wollten die Macher das Insektenthema wieder aufnehmen und auch die Dekoration mit den Krabbeltieren mit ins Bad nehmen, aber ein neuer Name sollte es schon sein. Und so inspirierten die Wasserbecken zum Motto Pool Spiders. Also wir wollten in diesem Jahr ein Alternativangebot bieten zur Vergangenheit. Aufgrund der Pandemie ist ja nicht ganz so viel möglich wie in den letzten Jahren vor diesem Ereignis. Und wir haben hier im Erlebnisbad ein funktionierendes Hygienekonzept. Und so haben wir uns gedacht, wir starten eine Veranstaltung im Erlebnisbad in Öderan und haben das in diesem Jahr am 13. und 14. August mal versucht. Die Technik lieferte in bewährter Manier Moritz Rotter. Der Öderaner schuf auch schon die besagten Insekten. Los ging es mit Max Rademann und der Band The Equipment aus Dresden. Diese Band gibt es seit 2018. Für das leibliche Wohl war reichlich gesorgt. Neben vielen Leckereien gab es auch die verschiedensten Getränke. So gab es auch eine Cocktailbar. Noah und Anton sorgten in den Umbaupausen weiter für Beats. Haiti ist die wohl beste Deutsch-Rapperin dieser Tage. Die Wahlberlinerin ist in Hamburg-Langenhorn aufgewachsen. Sie sorgte im Öderaner Bad für gute Stimmung. Haiti singt, krächzt, schreit und erreicht mit ihrer von Effekten manipulierten Stimme Frequenzbereiche, die es in Songs so bisher selten gab. Guck, wie die Jahre vergehen. Mama, tut mir leid, ich bin so real. Auch die Fans von handgemachter Musik kamen auf ihre Kosten. Die Band Die Sterne spielten auf. 1991 wurde diese Band gegründet und gehört zur sogenannten Hamburger Schule. Frank Spilker ist das letzte verbliebene Urmitglied der Band Die Sterne. Er ist Sänger und Gitarrist zugleich und seit jeher der Kern der Band Die Sterne. Vor der Bühne wurde getanzt. Die Besucher hatten auch sehr viel Spaß und gute Laune. Im Areal gab es viele gemütliche Sitzgelegenheiten. Seitens des Stadtmarketings gab es folgende Einschätzung zum Pool Spiders Open Air. Wir hatten 4 Bands, ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Deutsch-Pop. Und ich denke, das war eine ganz gelungene Mischung. Und zwar das Publikum hat es dankbar angenommen und wir sind sehr zufrieden. Bis weit nach Mitternacht ging diese Veranstaltung. Mehrere Gründe machten ein Festival im Park Börnichen 2021 unmöglich. Es wird daran gearbeitet, dass dies 2022 wieder möglich ist. Am Samstag kamen in Öderan die Freunde der elektronischen Musik auf ihre Kosten. Der kürzlich gegründete DC Beat e.V. lud dann zu seiner ersten öffentlichen Veranstaltung ein.
im Vorfeld unserer Planungen zu unserem Festival- oder Veranstaltungswochenende hier im Erlebnisbad haben wir uns mit den Jungs von einem neu gegründeten Verein in Oederan zusammengesetzt. Das ist der Decibeat e.V. Und die planen in Zukunft mehrere Veranstaltungen zu machen. Und so haben wir gesagt, wir haben hier eine Infrastruktur geschaffen oder wir schaffen eine Infrastruktur. Wollt ihr die nicht auch nutzen? Und da sind wir übereingekommen. Die Jungs haben uns beim Auf- und beim Abbau geholfen. Und im Gegenzug haben wir die Infrastruktur zur Verfügung gestellt für eine Sonnabendveranstaltung. Und an diesem Sonnabend haben die eine Party mit vorwiegend elektronischer Musik veranstaltet. Aufgelegt hatte an diesem Abend unter anderem Wesker Valentine. Wer den DJ kennt, der weiß, dass es fulminante elektronische Musik gab. Die Besucher konnten sich auf satte Beats und chilligen Sound im Laserlicht erfreuen. Der Verein Decibeat Oederan ist ein loser Freundeskreis von Fans, die alle für dieselbe Musik brennen. Das Alter liegt zwischen 25 und 42 Jahren. Bei manchen sind die Kinder schon so groß, dass wieder mehr Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung bestehen. Decibeat soll es möglich machen, dass Anhänger diese Musik auch im ländlichen Raum erleben können, erst recht in diesen kulturell mageren Zeiten. Zudem soll der Verein ein Anlaufpunkt für all jene sein, die allein im Keller an ihren Beats basteln. Die Sonnabendveranstaltung, das war das erste Mal in Oederan, hier im Erlebnisbad, aus langer Zeit in unserem Erlebnisbad so eine Veranstaltung. Da muss ich sagen, war eine gelungene Geschichte, die Stimmung war großartig. Also wir müssen uns bei zahlreichen Unternehmen aus Oederan, mehreren Vereinen aus Oederan, bei den Feuerwehren aus unserer Stadt bedanken, die uns hier tatkräftig unterstützt haben, die uns logistisch geholfen haben, die uns den ein oder anderen Euro gegeben haben. Ganz besonders müssen wir uns bedanken bei der Kulturstiftung Sachsen, die unser Veranstaltungswochenende hier mit 5.000 Euro im Kleinprojektefonds unterstützt hat. Also es war eine großartige Sache. So konnten wir das Wochenende organisieren mit einer gewissen Ruhe und sind wir sehr dankbar dafür, dass das so funktioniert hat. Und zum Schluss noch ein Tipp von mir. Wir sind hier im wunderschönen Oederaner Erlebnisbad. Das ist nicht nur geeignet, um tolle Veranstaltungen durchzuführen, wie wir es am Wochenende gezeigt haben, sondern wir haben eine grandiose Anlage. Wir haben unsere neue Solaranlage, die wirklich für super Wassertemperaturen sorgt. Und ich möchte alle herzlich einladen, besuchen uns nochmal. Wir haben auf jeden Fall bis Ende August geöffnet. Vielleicht, wenn es die Temperaturen möglich machen, noch ein Stück weit darüber hinaus. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere uns hier im Erlebnisbad Oederan besucht.